Ja, die Familie, was das Buch anlangt, spielt insofern eine große Rolle, dass ich gefunden habe, als, das ist halt der Anfang des Buches, dass man gar nicht so richtig dran denkt, dass sie in Kriegszeiten groß geworden sind, weil es hört sich eigentlich alles ungeheuer glücklich an. Also sehr, sehr für sie als Kind optimale Verhältnisse sozusagen. Da kommt nur irgendwann tatsächlich ein Satz, ich glaube, der heißt, also 16-jährig haben sie ihn wohl in ihr Tagebuch geschrieben, ich bin von Toten umgeben. Ja. Und das ist möglicherweise, ja, bezieht sich das auch auf die... ja, sicher. Und auch auf ihren Lehrer, glaube ich. Ja, zunächst bezieht sie sich darauf, dass ich in Leipzig in der Schauspielschule war und im Gymnasium war und unser Gymnasium gegenüber war die Thomasschule. Wir hatten ja noch getrennt, Mädchen und Jungs. Und natürlich die Thomaner. Jede von uns war in einen Thomaner verknallt. Und jeden Freitag war in der Thomaskirche Motette. Dort gab es keine Predigt, sondern nur Musik der Thomaner. Und so waren diese Jungs, die waren in dem Alter 18, 19, 20. Und die gingen in den Krieg und die kamen nicht zurück. Und das meinte ich damals mit 16, ich bin von Toten umgeben. Alle die Jungs, deren Liebesbriefe oder Verehrungsbriefe, wo ja noch gar keine, sagen wir einmal, Beziehung war, also sexuelle Beziehung, sondern wir schwärmten füreinander. Aber das war unvorstellbar, dass die alle nicht zurückkamen. Und mein geliebter Lehrer, der mich also in die Musik eingeführt hat durch Harmonielehre und durch Bach. Bach war für ihn der Größte und für mich auch. Wurde dann auch von den Nazis eingesperrt und war dann in Plötzensee, wurde er dann hingerichtet. Und das war für uns auch unvorstellbar. Es gibt ein Büchlein, das heißt Der älteste Häftling, der 128 Tage in der Todeszelle saß. Also nicht nur im Gefängnis, sondern in dem Raum, in dem jeden Tag hätte es bedeuten können, früh um 5, so, jetzt ist es soweit. Und in dieser Zeit hat er wunderbare Gedichte geschrieben, die ein berühmter Anstaltspfarrer, der einzige, der immer dort hinein durfte, dann heimlich hinausgeschmuggelt hat. Diese Gedichte haben wir behalten. Und die Büste von Schmitzers steht bei mir in meinem Wohnzimmer. Und wir haben noch zu DDR-Zeiten auch eine Schule in Oranienburg, eine Musikschule, nach ihm benannt. Die hieß die Schmitzers Oberschule.